So, meine Freunde, hallo und recht herzlich willkommen bei einem kleinen Video, das sich an die Leute richtet, die Hearthstone ein bisschen ernster spielen wollen und die, wie sag ich das, die climben wollen, die vielleicht Legend kommen wollen, es aber noch nie waren. Für die habe ich ein kleines Programm zu empfehlen, das nennt sich Trackobot. Und wer bin ich überhaupt? Also falls ihr jetzt zum ersten Mal hier auf meinem Kanal seid, ich bin eigentlich nur so ein ganz normaler Typ, ganz normaler Gamer, der Hearthstone seit der Beta gespielt hat. Und ich bin jemand, der immer jede Season mit Leichtigkeit, also ich bin am Anfang des Monats meistens irgendwie so Rang 5 und da bin ich aber auch immer geblieben, jede Season. Ich bin nie weitergekommen, also mein höchstes war Rang 1 bis letzte Season. Und in der letzten Season habe ich dann endlich mal Legend gemacht. Hier ein paar Screenshots, seht ihr mal meinen Grind. Ich habe jetzt nicht, mein höchstes Ranking habe ich nicht mehr auf Screenshot, also auf Screenshot, so rum. Ich habe gefinisht bei 1,3k, was, naja, ganz okay ist, aber ich muss auch sagen, nachdem ich Legend war, habe ich gar nicht mehr gespielt den letzten Monat. Also sprich, ich war 1340 ungefähr am letzten Tag. Dann habe ich ein Game gespielt, neue Season, und dann war ich wieder Rang 16, weil es neu gestartet hat. Oh ja, auf jeden Fall empfehle ich euch Trackobot. Ich werde euch hier diese Homepage, also wo ihr den runterladen könnt, werde ich euch auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Wie ist Trackobot aufgebaut? Ihr habt hier eure History von Matches, die ihr in letzter Zeit gespielt habt. Hier seht ihr Anfang der Season, hier habe ich noch gespielt 16, 20, 19. Also es war jetzt vor 2 Stunden und wir haben ja jetzt die März-Season, genau. Januar, Februar, März, ja. Und ihr seht hier halt Arena zum Beispiel. Druide 2 Wins, Mage 3 Wins, Shaman 1. Meine letzten Arena-Runs waren mehr als terrible. Und beim Shaman-Run, das habe ich am Handy gespielt, da hatte ich Disconnects, das zählt nicht. Auf jeden Fall habt ihr hier eure Stats. Eure Overall-Win-Rate, die ist jetzt bei mir 54% auf allen 3 Servern. Von letzter Season, da habe ich angefangen zu tracken, dieser Season, und ich muss sagen, 54% ist pretty bad, also es ist nicht gut. Meine Paladin-Winrate hier ist nice, Warrior terrible, also die ist echt schlecht. 7-10 mit Rogue, die ist auch nicht gut. 8-11 mit Mage, also alles, was unter 50%, ich meine selbst 50% mit Druid, das ist ziemlich, ziemlich schlecht. 50% ist, ja, ich win-lose, das reicht aber nicht zum Climben. Also in der Theorie schon, also ab Rang 5 so 50%, aber es dauert ewig. Also eigentlich reicht es auch nicht, ihr müsst schon positiv sein. Also hier Warlock, Shaman, Hunter und Paladin, das waren auch meine Main-Klassen, mit denen ich Legend gekommen bin. Die Klassen sind aber egal, ihr könnt alle benutzen. Und hier könnt ihr zurückgucken, wann ihr gezockt habt, also wann ihr Spiele gespielt habt. Die letzten 24 Stunden, die letzten 3 Tage, im letzten Monat. Hier seht ihr, das war meine Winrate jetzt im letzten Monat zum Beispiel. Das ist All-Time. Mode habt ihr hier auch schön. Ranked, Casual. Was lustig ist, im Casual ist meine Winrate 52%, was auch übel schlecht ist. Guckt euch das mal an, 14, 13. Und im Ranked ist sie höher. Also 54% und 52 knapp. Also es ist, ich spiele aber auch kaum Casual und ich war auch auf mehreren Accounts. Und der Trackobot hier, der beweist, dass ihr Legend kommen könnt mit einer Winrate, die nicht gerade hoch ist. Ihr müsst nicht gerade gut sein. Und das Geheimnis ist wirklich nicht, ich will nicht sagen, Skill ist nicht wichtig in Hearthstone, aber irgendwann seid ihr einfach auf einem Level, das ist einfach gleich. Also es wäre vielleicht jetzt ein bisschen Gotteslästerung, wenn ich sage, ich bin auf so einem, weiß ich nicht, Reynard, Colento, Life Coach, Trump-Level. Das, ich weiß nicht, eigentlich würde ich mich schon so einschätzen, wenn ich tryharde natürlich. Und das kann auch jeder andere, weil Hearthstone sehr begrenzt ist. Und es gibt ein paar Dinge, die sind skillmäßig wirklich wichtig. Also es gibt ein paar Decks, da wird ein deutlich besserer Spieler bessere Resultate erzielen als ein nicht so guter Spieler. Ich sag jetzt mal zum Beispiel Freeze Mage oder Reno Warlock, so eine Decks, oder Priest, das sind auch alles Decks, oder Druide, wann man was innervated, wann man rampt, wann man swiped, das sind ein paar Decisions, die mehr Skill abverlangen als zum Beispiel Hunter. Oder ich habe hier dieses 102-75 war mit Secret Paladin, also jetzt regnet's Daumen runter, hate, aber man muss spielen, was effektiv ist. Ja, das Video wollte ich eigentlich ziemlich kurz halten. Trackobot ist gut, wer seine Stats tracken will, so rum, der sollte sich das auf jeden Fall holen. Ist meiner Meinung nach besser als der Deck Tracker, weil ihr
nicht in-game diese Kartenanzeigen habt. Also ihr habt nicht dieses, er hat jetzt schon einen Rev raus, er hat jetzt schon einen Mad Scientist weniger und hat nur noch einen zweiten oder so eine Sachen. Ich finde, das sollte man immer im Kopf machen, niemals mit dem Deck-Tracker. Das ist übelst terrible, finde ich, weil das nimmt die Arbeit von einem, die, ja, es macht faul quasi. Euer Gehirn ist dann zack aus und wenn ihr mal ohne den spielt, das ist, weiß ich nicht. Also ich würde euch Trackerbot empfehlen, das ist wirklich nur für die puren Winrates, dass ihr schaut, was habe ich so für Stats und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß bei Hearthstone, on Ladder, beim Climben und dass ihr diesen Rang hier auch erreicht. Legend. Hier seht ihr, ach ja, hier nochmal Screenshot, könnt ihr ja sehen, das sind die Hauptdecks, die ich letzte Season hatte. Aggro Shaman, Combo Druid, aber den habe ich nicht wirklich gespielt. Paladin, Priest, Oil Rogue. Face Warrior war Troll, beziehungsweise den spiele ich jetzt in der neuen Season und nicht wirklich auf Legend habe ich den nicht wirklich gespielt. Und der Hunter war auch, habe ich ab und an mal gespielt. Ja, das war's von mir und wir sehen uns demnächst wieder in neuen Videos, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, tschö.